Es ist spannend. Jetzt? So, und da sollen wir jetzt rein. Es wird hier alles getestet heute. So, gleich kommt die Winsener Feuerwehr. Super. Nee, die kam nicht. Und während wir Spaß mit der alten Ausrüstung im Garten hatten, lag Carlotta in Gründeich im Obstmarschenland und wartete auf ihren Krantermin. Davon, aber auch vom Sommerende Abschlussturn zur Hamburger Elfi und einigen besonderen Winterarbeiten berichten wir in diesem Video. Mit unserer Carlotta an der Nordship 38 waren wir bisher zwischen Dänemark, Baltikum und Finnland auf der Ostsee unterwegs. Wir sind Petra und Michael. Und ab 2021 segeln wir von Hamburg aus in Richtung Süden. Immer auf der Suche nach schönen Zielen und magischen Momenten. Ja, moin, 14. September. Wir haben uns entschlossen, nochmal einen letzten Segelturn zu machen, obwohl Segeln ist nicht viel. Wir wollen noch von Gründeich mal mitten in die Hamburger Innenstadt, in den Cities, Sportboothafen vorbei. Einmal die Elfi besuchen. Elfi, den Michel und so weiter. Und ja, mal gucken, dass wir da schöne Bilder machen können. Das beste Wetter soll knapp 30 Grad werden heute. Wir sind in Hamburg! Und die Fischauktionshalle. Und die Hafenstraße. Immer noch ganz bunt. Sau cool. Landungsbrücken von der Wasserseite auf dem eigenen Kiel. Wer kann das schon? Nach ein paar Tapas im Portugiesenviertel ging es abends zurück nach Gründeich. Die Segel mussten runter, da unser Krantermin anstand. Und das hier sieht nach Problemen aus. Wir beide versuchten abwechselnd in 17 Meter Höhe den verkanteten Schlitten der Rollanlage zu lösen und legten das Problem dann in die Hände der Werft. Tja, jetzt geht's gleich aufwärts. Der Profi für unser Vorstack. Die wissen, was sie tun. Echt super. Großfall hinten an die Klampe ran. Jetzt kann das Achterstack gelöst werden und der Mast kippt trotzdem nicht um. Genau so brauchen wir das. Oh, es wird spannend. Ich halte mal die Luft an. Ich finde ja nicht, dass so ein Schiff so in die Luft gehört. Aber kurze Zeit später stand sie fest auf ihrem Winterlagerbock. Geschützt hier. Man von innen rauskommt, unser tolles Zelt und super hell, wenn die Sonne scheint. Oh, hier lassen wir uns das gut gehen. So, wir wollen die Ankerkette verlängern und deswegen muss erstmal der Anker runter, damit wir den Kettenkasten leer haben. Das Kettennotglied kommt zum Einsatz. Das sind zwei so Hälften. Die werden zusammengesteckt und dann wird die Kette. Kannst du mir mal angucken. So, eine Seite. Mit Blatt ist schön. Nein, nein. So, und jetzt der
Nee, der muss da gegenüber. So rum. Da hängt ja unser Schiff dran später. Das muss also halten. So, so sieht das fast fertig aus. Und jetzt kommt's in den Marschen Schraubstock. Vielleicht kriegst du mit der Zange auch ein bisschen gepresst. Hier sind kleine Knubsis da, die müssen zusammengepresst werden und nach innen verbreitern die sich dann wieder und dann hält das. So, Teil 2. Bisschen einspannen und dann den Hammer zum Einsatz bringen. Noch wollen die Nieten nicht so, wie wir wollen. Ja, jetzt aber. So, alte Kette, neue Kette, ein Glied dazwischen und das sieht gut aus. So, die letzten Meter kommen. Oh oh. Klingt ja immer ein bisschen archaisch, aber ist ja auch ein gewaltiges Teil. Alles da. So, das Chef ist zufrieden. Indoor ging es weiter. Wir versorgten Carlotta mit einer frischen Starterbatterie und haben das Schiffsdatennetzwerk mit unserem WLAN verbunden. Mit anderen Worten, SeaTalk, NMEA 183 und unser iPad sind jetzt Freunde. So, hier haben wir jetzt den Tanksensor, der je nachdem, das ist ganz voll, das ist ganz wenig oder leer, anzeigt mit dem Widerstand hier, wie viel Diesel wir noch haben. Aber er zeigt immer voll an. Und das ist ein Fehler. Den besorgen wir neu. Und das ist doch jetzt saucool. Ihr seht da das, die lila der Anzeige, Dieseltank. Der Tankanzeiger ist draußen und trotzdem ist die Anzeige auch fast voll. Die Kamera läuft. Soll ich sprechen? Bitte ja. Hier haben wir unser neues Werkzeug, Unterbringungssystem, kleine Kästchen, das ist alles gegen Anti-Rutsch gesichert. Und das geht da wunderbar rein, verschwindet da. Wir haben zu Hause einen schönen Griff dran gemacht noch, Klappe zu, fertig. So, hier haben wir unseren Sitzplatz am Navitisch. Da hatten wir immer das Problem, dass das zwar so im Hafen ganz nett ist, aber wenn der Wind von der Seite kommt, dass wir da untergekippt. So, und jetzt haben wir da was gebaut. Was bauen lassen. Genau. Sieh da. Eine schöne Armlehne. Befestigt. Hier ein Pfeiler. Wunderbar. Nachdem ein paar Feinjustierungen am neuen Bimini besprochen wurden, konnten wir das Prachtstück vor kurzem auf Carlotta montieren. Nun folgt noch das Verlängerungsstück zum Heck und dann darf die Sonne gerne ordentlich scheinen. Ich fasse es nicht, ist das groß. Was für ein Traum. Mittlerweile hatten wir Carlotta von Gründeich nach Hamburg-Finkenwerder verholt. Weitere besonders wesentliche Ausrüstungsgegenstände kamen an Bord. Oh. Boah, was hatten wir für Sorge, dass wir unsere Surfbretter und, und die Subs nicht verstauen können. Und das Dingy auch noch. Das ist alles hier drin und ich passe da auch noch rein. Guck mal hier runter. Hammer! Alles unter der Sitzbank. Wunderbar. Auf ins Mittelmeer. So, hier ein Überblick über unsere geplante Tour. Nächste Woche soll es ja losgehen. Wir starten hier in Hamburg, Finkenwerder. Fahren am ersten Tag die Elbe runter bis nach Cuxhaven. Und dann geht es weiter nach Ostfriesland, Nordfriesland in Holland. Den weiteren Verlauf hier durch Holland weiterhin. Belgien wahrscheinlich werden wir auslassen. Dann geht es nach Calais. Ursprünglich planten wir hier Südengland abzufahren. Aber wegen der Corona-Variante, die indische Variante, wird das nicht stattfinden. Wir bleiben hier auf französischer Seite bis nach Brest und wir werden hier nicht den großen Sprung über die Biscaya antreten, sondern wir werden noch ein bisschen Nordfrankreich entlang fahren, bis La Rochelle in etwa. Ja, dann geht es wahrscheinlich hier rüber, über die Biscaya, ungefähr 48, 50 Stunden, dann Nordspanien und bis nach Porto, da werden wir einen größeren Stopp einlegen, vielleicht von da nach Hause fliegen. Dann letzten Schlag, dann sind wir aber auch schon September, Oktober, Lissabon, Cascais und
an die Algarve hier in Faro. Da wollen wir das Winterlager aufschlagen. Und dann wahrscheinlich im November, Dezember nach Hause geflogen kommen. Und hier bleibt das Schiff dann stehen über Winter.